Ja, und ein herzliches Hallo zu einer schnellen Formel 1 Runde wieder. Weiter geht's hier in Spa. Ich auf 6, Alonso auf der 3. Ja, leider kommt das momentan nicht so oft. Zeitmäßig nicht ganz, leider. Momentan aktuell einmal. Aber das wird sich schon wieder ein bisschen einpendeln. Hin und wieder schaffe ich ja anscheinend doch ein Rennen. Aber dadurch leider auch das Spiel jetzt nicht so der Oberburner leider ist. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ja schon am überlegen, ob ich nicht die Mod beim 2.13er spielen soll wieder. Oder probieren muss ich es mal auf jeden Fall. Ob das nicht irgendwie geiler ist. Na egal. Bleiben wir mal auf jeden Fall da. Und ja, jetzt fahren wir mal das Rennen hier ins Spa. In unsere mehr oder weniger Sprint-Saison mit den ganzen 25% Rennen eigentlich. Mal schauen, ob ich einmal Lust und Zeit habe für ein 50er. 100er wird, na, ist momentan nicht möglich. So, was haben wir? Fünfte Runde, da werden wir... entweder eine vorher oder eine später kommen, sicher, obwohl die Runde ist da relativ lang ins Spa. Da werden wir wieder nach Rennverlauf gehen, aber in Runde 4, ja, dadurch die Runde so hart ist, wird es dann mit harten Reifen zum Schluss hinaus eventuell etwas kritisch, aber egal. Genau, was haben wir eigentlich? Hamilton vor Rosberg, Alonso, Vettel, Ricciardo habe ich vorher gar nicht so am Radar gehabt. So, raus hier mit unserem Ferrari. Ja, hier die beiden Mercedes. Dann Alonso auf sehr guter dritten Position hier. Auch gespannt, wie der dann nächstes Jahr, X6 hier, jawohl, wie der nächstes Jahr unterwegs sein wird in McLaren. Im Vergleich zu Button, den wird er wahrscheinlich auch stehen lassen. Befürchte ich jetzt für Button. Der hat gegen Hamilton schon nicht so gut ausgeschaut. Der einzige Ding, mit dem, wo es damit die Reifen schonen war, das war sein einziges Plus. Aber jetzt wird er, glaube ich, brutales einbrechen. Und da sind wir schon hinter Alonso. Alonso steht da, die 1. Der übernimmt Alonso hier die Führung sogar. Wo ist, ich glaube, Rosberg da neben uns. Auf der... Und das noch, ja? Das muss ein Red Bull sein. Oi. Ricardo, ja, bleibt auch am Gas. Sehr schön. Wunderbar. Ja, Ricardo, wissen wir. Da will ich erwähnen, der Teamkollege von Ricardo werden, wenn ich irgendwann zu Red Bull wechsle. Aber das werden wir nächstes Jahr nicht machen, wenn wir eh bei Ding fahren. So, da werden wir es nicht einmischen. Alonso kämpft da schon gegen Hamilton. Aber Hamilton über die Distanz sicher mit seinem Mercedes. Da hinten kommt auch schon Rosberg. Sicher der Stärkere. Uiuiui. Aufpassen, ein bisschen schweres Auto, jawohl. Okay, hier muss man ein bisschen schneller durchziehen, da ist die Karriere einfach schneller in der Links, genau, das wissen wir noch. Hamilton auf 1, danke, das habe ich auch mitbekommen. Ja, Sprintrennen, das heißt nur ein Boxenstopp. Da gibt es nicht viele Optionen. Aber das passt schon so. Ja, sensationell auf 2 und 3 hier die Ferraris, Alonso und Bernie. Mal zumindest in der ersten Runde. Schaut aber trotzdem ganz gut aus. Alonso bleibt da dran. An Hamilton hier im mittleren Windschatten und so. Hoffentlich kann er dranbleiben bis zur DRS-Runde in der Runde 3. Hamilton will da sicher wegziehen, aber Alonso, sehr gutes Tempo. Und runter. Richtung Orange wieder hier. Ricardo noch immer unten hinter mir, ein bisschen Abstand. Ja, hat er wahrscheinlich den Speed nicht ganz mit seinem Red Bull.
Wo Alonso jetzt nicht ganz gut durchgekommen, hat schon Abstand hier auf Hamilton. So, ich überhole ihn mal und kann vielleicht aufschließen jetzt auf Hamilton und versuchen an Hamilton dran zu bleiben, ich meinerseits. Solange der Reifen noch gut ist. So, vielleicht kann ich Alonso ein bisschen mitziehen mit dem Kollegen. Heute mal gut eingestellt, zumindest für die ersten Runden der Ferrari. Obwohl mein Motorblock eigentlich nur 95% ist, das ist sich zeitlich leider auch nicht ausgegangen, dass ich ins Training reingehe und den Wechsel. Ja, da muss man jetzt komplette Quali fahren. Das geht leider nicht, kurz mit Training und kurzes Quali. Jetzt kommt Alonso, der will da vorbei. Weil ich da hinten natürlich ein bisschen geschlafen habe. Das war jetzt taktisch, hätte ich ihn sollen vielleicht vorbeilassen, aber ja, schwer zu sagen. Jetzt ist dann wichtig. Ja, jetzt könnten wir vorne schon DS haben, aber Hamilton ist natürlich weg. So, ist da hinten schon Rosberg vorbei an Ricciardo eigentlich? Man speedtechnisch, theoretisch wäre er schneller, aber ich glaube, im Spiel ist das nicht wirklich so der Fall. Aber er könnte ihn schon überholt haben. Ja, er ist schon vorbei. Hamilton, also Ricciardo hinten habe ich glaube ich schon zwei Plätze leider verloren. So, jetzt haben wir nach vorne und nach hinten ein bisschen Luft hier in der Runde 3. Na, jetzt hat er bei uns jetzt in unserer Gruppe, also bei mir vorne und hinten keiner DRS. Was habe ich da für einen komischen Speed? Der achte Gang. Achso, aber den kann man nicht einstellen, genau deswegen. Vielleicht habe ich da mehr Flügel, ich weiß gar nicht. Ich habe da mein letztes Setup da, ich glaube, vom Co-Brennen genommen. Hab da gar nicht viel herumgeschrauft. Ein bisschen das Heck hier, aber alles relativ stabil. Gut, ist auch vom Red Bull das Setup, aber sollte auch hier mit dem Ferrari relativ funktionieren. Ja, vom Feeling her liegt eigentlich ganz gut der Ferrari hier im Spa, muss ich sagen. Das ist durchaus ganz okay. So, wie schaut der Abrieb aus? Das passt noch. Alonso auch noch hinter uns, wunderbar. Hamilton gibt sich da keine Blöße vorne. 2,1. Wo ist Rosberg? Kommt er näher an Alonso ran? Doppelpodium für Ferrari. Wäre natürlich geil. Aber Rosberg wird da sicher ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, natürlich bei 25% Rennen muss man wieder zugute halten, dass hier die Strategie nicht so reinpfuscht, weil die immer ganz eigenartige, immer ganz eigenartige Strategien an den Tag legt. Deswegen wird zumindest hier in dem Sinne nicht allzu viel verfälscht, das muss man auch sagen. Das muss man zumindest den 25% Rennen ein bisschen zugute halten, wenn man das Ganze hier bewertet, ob man so oder so fährt. Hin und wieder macht es dann keinen Sinn, wenn der eine auf weich, der andere wieder auf hart geht und so. Das ist dann immer so eine Sache. Ja, aber nächstes Rennen, 95% schon der Motor. 5 Hammer, da können wir ruhig jetzt schon den dritten auspacken, dann muss ich einmal auf Training gehen. Aber das kann ich auch dazwischen auch einmal kurz machen. Von der nächsten Strecke Q3 vielleicht gleich einmal fahren. Dann passt das schon. Ja, Hamilton ist mir glaube ich 2,8, ist mir zu schnell über die Runde. Wird auch nichts bringen, wenn ich jetzt in der Runde 4 reinkomme, Reifen wechseln, nö.
Das bringt mir nichts. Da kann ich vielleicht ein bisschen was gut machen, aber zweikampftechnisch bringt mir das nicht wirklich viel. Jetzt schauen wir auf der Gerade mal zurück. Aber hinter Alonso ist ein Riesenloch auch. Da ist weit und breit niemand zu sehen. Aber Alonso gut unterwegs. Jetzt schauen wir da mal. Da kommt weit und breit niemand daher. Jetzt erst hinten, das ist ein Williams, glaube ich. Der wird ein bisschen bremsen. Ja, Massa hinter Alonso mit seinem Williams. Der wird in den Kurven ein bisschen bremsen. Auf der Geraden mit dem Mercedes ist er wahrscheinlich ein bisschen schneller, sagen wir es einmal so. Und in der Kurven bremst er ein bisschen anscheinend jetzt, obwohl der Williams an sich zum Schluss jetzt auch ganz gut unterwegs war in der Performance. Ja, und nächstes Jahr bekommt der Renault, also Lotus, die Mercedes-Motoren. Da bin ich auch sehr gespannt. Wobei die zwar so extrem scheiße waren im Vergleich zum Red Bull. Aber vielleicht können die jetzt ein bisschen mehr rausholen aus dem Auto dann. Dass sie zumindest im Mittelfeld und im Punkt ein bisschen mitfahren können. Der einzige stört mich nur der Maldonado, weil der ist ja... Der Grosjean hat sich jetzt halbwegs wieder eigentlich beruhigt im Vergleich zum Anfang. Schießt er jetzt keine großen Böcke mehr. Ja, Maldonado, der ist ja Wahnsinn, was der immer aufführt. So, ja genau, Boxenstopp, dürfen wir nicht verpassen, auch alleine, weil Alonso wahrscheinlich in die nächste Runde reinkommt. Der kommt sicher nicht in der Runde rein, das passt auf jeden Fall. U4,2, Hamilton, ja jetzt mit abbauenden Reifen habe ich sowieso da keine Chance mehr gegen Hamilton. Weil er den Grip noch hat hier und ich nicht. Ist dann auch, was haben wir, Benzin eigentlich, plus 1, ja. Dann brauchen wir nicht viel herumtun. So, Boys Hamilton ist da eigentlich auch reingefahren. Oioioioi, die Einfahrt ist ja wirklich behindert. Das ist ja unglaublich. So, naja, nicht Fettgemisch, bitte. Danke. Falscher Taste, ja schon lange nicht mehr gefahren. Gleich mal einen Schluck vom Getränk machen, weil die da Reifen wechseln. Ja, 3,7. Alles okay. So, mal schauen, ob sie hier jetzt den Williams... Der ist jetzt drin... Aber bis jetzt mit den abgefahrenen Reifen schneller sind wieder Williams wie Massa, bin ich gespannt. Die anderen alle. Bottas hinter mir da, der war aber noch... der ist aber dann weit hinten, wenn der jetzt da ist ohne Boxenstopp. Bottas schaut nicht gut aus. Magnussen ist da schon, ist da jetzt dahinter. Hamilton, vielleicht hätte er ihn ein bisschen aufgehalten. Das wäre ein bisschen meine letzte Chance gewesen vielleicht. Ja, freut mich, dass ihr zufrieden seid. Schauen wir mal, wie der weiße Reifen hier so liegt. Temperaturmäßig ist er schon da. Jetzt muss ich natürlich aufpassen gegen Alonso, keinen großen Fehler machen, aber so schnell wird er eh nicht. Außerdem fährt er jetzt noch mit seinen abgefahrenen Reifen, das passt schon, glaube ich. Da steuern wir heute mal auf P2 zu. Na, schade, dass Rosberg nicht da ein bisschen mit dabei noch ist. Das wäre vielleicht ganz witzig geworden, wenn er da direkt hinter Alonso gewesen wäre, den attackiert hätte. Schneller gewesen wäre und mich dann noch ein bisschen angegriffen. Jetzt rein vom Spannungsbogen her. Wäre sicher ganz witzig gewesen. Runde 6 von 11, da sind wir schon über der Halbzeit. Wunderbar. So, der wird wohl jetzt reinkommen, Magnussen, da ist er auch schon optimal. Er ist einzige, oder bekommt er DRS von Magnussen noch zufällig? Zufällig nicht, okay. Aber drüben hätten wir es vielleicht auf der Geraden noch einmal bekommen. Dass ein bisschen was gut gemacht hätten vielleicht, aber auch nicht. So, ist da irgendwer... Oh, da kommt Alonso raus! Okay. Ist eigentlich relativ gleich geblieben, okay? Alles klar. Nichts passiert. Ich weiß nicht, ob er da fett gedreht hat, Alonso. Ja, hätte eigentlich können, seine einzige Chance.
Ist ihm aber nicht gelungen mit den abgefahrenen Reifen anscheinend. Warum kommt der nach mir? Normal bin ich der, was nachhand kommt. Der Einserfahrer kommt doch immer normal als erster. Ich bin doch Zweierfahrer bei Ferrari. Na, vielleicht ist das für mich als menschlichen Piloten dann anders geregelt. Das kann auch sein. Aber normal kommt Alonso vor mir rein und hat da das Vorrecht. Also da haben wir ja gesagt, da wissen wir nicht genau, ob da... Ob das nicht vielleicht nach... Ja gut, Quali war auch vor mir. Dem kann es auch nicht gelegen haben. Hamilton, so, jetzt schauen wir mal. Ja, sehen tun wir nicht, also... Wird der Abstand jetzt nicht so berauschend sein. So, ja, Alonso wird jetzt mich wahrscheinlich wieder einholen. Wahrscheinlich denen zählt die KI wieder schneller dann im Schluss. Vor allem mit 25% drin ist das ja sowieso krass. Noch geht's, 1,3. Um die 8 dann, ne? Also noch 3 Runden, ja, okay. Aber noch immer Ferrari, boah, auf 2 und 3. Na super, rausgefahren. Vor lauter Schauen wieder. Aber noch nichts passiert. Na, jetzt auch 1,3. Na, da habe ich was hergeschenkt auf jeden Fall. Na, gehen wir mal, wenn schon plus 1 haben, ein bisschen auf Fett hier, die gerade runter. Warum nicht? Hamilton wird ein bisschen Motor schonen eventuell. So, hier die gerade runter ein bisschen Fett gemischt, also ein bisschen Speed hier wieder reinbringen. Alonso jetzt weit weg, ja, da hinten verliert er immer ein bisschen. Und wieder retour. ...3,8 auf Hamilton. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Na, Standard bei Hamilton. Ja, alles noch im Griff. Wunderbar. ...4-2, 2-2 auf Alonso, sehr schön. Wahrscheinlich hat der selber jetzt ein bisschen Probleme, oder ich weiß nicht. Da war ein Speed gewinnt er jetzt witzigerweise gerade nicht. Ah, da bin ich irgendwie komplett blöd übers Körb gefahren anscheinend. Ein bisschen gerutscht hinten. Sekunde schneller wie vorher in der vorigen Runde, sehr schön. Ja, war vom Gefühl her nicht so schlecht, stimmt. So, und gleich auf Fettgemisch hier runter und dann die Gerade hinten, dass wir da wieder ein bisschen was gut machen. Plus 1 haben wir eh noch. Jetzt noch 3 Runden, 9, 10 und 11. Aufpassen, dass wir da nicht gebremst werden. Ja, nach der Gang, da ging noch was. Also natürlich wegen dem Flügel und... Er ist ja fix übersetzt. So viel Monza, die Gerade wahrscheinlich. Deswegen ist klar. Alonso schwächelt ein bisschen oder gibt er sich hier mit Platz 3 einfach zufrieden? Könnte natürlich auch sein. Hamilton, ja, so weit fährt er jetzt gar nicht weg, der wird auch halbwegs normal unterwegs sein. Ich komme eh nicht näher, Hamilton. Ich fahre da schon relativ am Limit. Ist nicht übertrieben, aber... Versuche ein bisschen was, aber 4-2, ja, das wird maximal gleich bleiben. Kalt wird, glaube ich, nichts, mein Ingenieur.
3-2 Alonso. Das wundert mich jetzt eigentlich. Na, vielleicht ist das hier in Spa nicht ganz so wie auf gewissen anderen Strecken. So, hier kann man schon bei 80 glaube ich bremsen. Da geht schon mit einem leichteren Auto, geht da schon ein bisschen was. So, jetzt genau vorsichtiger drüber hier. Ja, aber Hamilton kommt mir fast vor, es wird ein bisschen näher hier. 0,39, ja, ich wieder 0,6 schneller. Wo hole ich jetzt auf einmal den Speed her? Das gibt's ja nicht. So, wieder Fettgemisch. Oder hier das Fett auf der Geraden, dass man das ein bisschen was bringt auch noch zusätzlich. Ein bisschen kmh auf jeden Fall. Aber ganz erwischen werden wir wohl nicht. Ach, tut schon ein bisschen weh, der achte Gang, wenn er nicht ganz ausgedreht wird. Und dann auch Reserven sind, aber das ist halt so. Ah, damit wieder hergeschenkt. 3,5 für ein bisschen, was machen wir gerade gut auf Hamilton. Und er lässt wirklich nicht mehr rollen. Die zwei Runden, das reicht auf jeden Fall für ihn. Alonso hat sich ziemlich verabschiedet. Ja, die haben jetzt auch immer halbwegs gut drauf, Gott sei Dank. Ah, das war dann die Runde. Ja, aber eigentlich fast gleich schnell, okay. 3,6. Wir holen sogar ein bisschen auf, weil Alonso fällt da zurück und wir holen auf. Und das im zweiten Drittel. Also im letzten Drittel des Rennens. Das wundert mich jetzt komplett. Aber okay. Soll auch positive Überraschungen geben. Ja, da sind wir in der Einfahrt und Hamilton erst da bei der Ausfahrt, bei der Doppelschikane. Ach du Scheiße, jetzt habe ich das Fett einschalten lassen. Ja, jetzt ist schon egal, jetzt kommen wir schon letzte Runde. Und plus 1 noch, dann passt es. Dann können wir da zumindest die Gerade auf jeden Fall wieder Ding. 4 Sekunden jetzt wieder auf Hamilton, was ist denn da jetzt wieder los? Jetzt hat er selber wieder aufgedreht wahrscheinlich. Rosberg Vierter und ist knapp hinter Alonso. Oh, Leute, was ist da hinten los? Was ist da los? Rosberg holt doch auf. Das müssen wir im Auge behalten, dann nach hinten. Da kommen sie schon her. Rosberg, glaube ich, im Windschatten. Violette Zeit von mir. Jetzt komme ich. Weh, Leute. Rosberg auch mit den... Treffen haben sie gleich frischen, glaube ich. Da bricht mir das Heck beinahe komplett aus. Ja, Ferrari jetzt eher am Anfang ein bisschen ausgelegtes Setup anscheinend bei uns beiden. Aber mir ist noch ein bisschen besser über die Distanz als über Alonso anscheinend. Der bricht ja jetzt ein bisschen ein da in der letzten Runde, obwohl er die frischeren Reifen doch hat. Da hat das Setup ein bisschen zu aggressiv für den Anfang gewählt, aber ein bisschen was muss man ja auch riskieren. Und Rosberg ist schon Dritter, da sehen wir uns links oben in der Platzierung. Ja, da wird in der letzten Runde überholt und unser Doppelpodium ist somit Geschichte. Ja, Rosberg wird jetzt sicher aufholen, mein Längenrennen. Der wird sicher mich auch noch einholen. Da bin ich mir fast sicher. Aber Alonso, dass er einbricht. 4-6. Vielleicht hat er auch noch Fettreserven, das kann auch sein. Ja, hier letzte Rille. Da vorne Hamilton. Da sind wir gar nicht so weit weg. Jawohl, und da hinten kommt er schon vor Alonso. Alonso nur Vierter. Heieieiei, werde Dritter oder besser erreicht. Ja, gut, das ist immer relativ. Das ist immer ein bisschen im Vergleich zum Quali. Kann man jetzt nicht 1:1 so sagen. Ja, Alonso, schade, letzte Runde. Heieiei, auch bei der schnellsten ist er noch nicht so gut dabei. Also Hamilton hier, Vorbaum, 4,2. Ja, da hat er wieder ein bisschen Gas gegeben. Ja, schnellste Runde sind wir relativ gleich eigentlich. Sehr schön. Alonso. Nur auf der 4. Ja, Rosberg Dritter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ricardo Vettel. Dann Massa. Schlecht. Der ist zurückgefallen. Der hat alle gebremst, aber auch zusätzlich natürlich.
Kevin Magnussen 8er, Hülkenberg, gut, mit Inter wieder 2 Punkte hier, Jensen Button nur einen, Bottas nur 11er, ja, den haben wir da gesehen beim Boxenstopp. Der war weit weg vom Fenster. Sergio Perez, Kwiat, Wern, Gutierrez, Grosjean, Schwach, Sutil, Maldonado, Kobayashi, Eriksen, Schilten und Bianchi ausgefallen. Uiuiuiuiui. Renndirektor, härtere Mischung, ja okay, das ist zwischen den Tabellen. So, wo ist, jetzt geht's eins weiter, da sind wir daheim. 13 Punkte hinter Rosberg, das heißt, ich habe gleich aufgeholt. Ja, Hamilton ist jetzt da eh weit weg, also das ist nicht so dramatisch, wenn er da ein bisschen gewinnt. Da muss er einiges gut machen. Ich einen guten Weg auf P2 hier und kämpfe eigentlich um die WM mit meinem Ferrari. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Hier sind wir nicht ganz aus dem Rennen, weil eben mit 2 Autos kann man da relativ viel gute Punkte machen eigentlich. Red Bull ist auch nicht ganz so schlecht unterwegs hier. Aber es hat sich doch schon einmal so grob schon eingefiedelt. Aber es ist noch nichts verloren. Es ist noch nichts verloren, auch wenn ich vielleicht da das eine oder andere vielleicht auch mal gewinnen kann, da Alonso gut dabei ist. Aber ich glaube, gegen die Mercedes haben wir keine Chance mit Ferrari. Da in der Gesamtwertung, Konstrukteure auch. Glaube ich nicht. So, Hamilton, jawohl, sehr guter Sieg. Hat zwar in den vorigen Rennen da ein paar Punkte mal liegen lassen. Ist er nicht zweimal ausgefallen da? Hey, kann mich erinnern, in Hockenheim ist er da mal abgebogen und noch irgendwo ist er abgebogen. Das war natürlich sehr dramatisch. Da fehlen ihm natürlich schon einmal 50 Punkte. Oder sagen wir mal 40. Ja, das sicher nicht, hätte auch sicher nicht überall gewonnen. So, ja, das Level ist jetzt relativ egal eigentlich. So, was haben wir da für Mails bekommen? Da standen wir immer ganz unten, witzigerweise. Bei deinem Einsatz in Belgien Wochenende deine erneute Bonusplatzierung beweist, dass deine harte Arbeit zu Hause im Werk absolut in die richtige Richtung geht. Mark. Ja. Hier sehen wir 4 zu 5 für mich. Wahrscheinlich die Siege im Qualifying. 11 zu 1 für Alonso, also im Quali auf die Runde. Gut, das ist jetzt relativ, aber doch, ja, es ist auf jeden Fall realistischer als beim Motorrad, muss man sagen. Aber da ist er dabei, Alonso, bei der schnellsten Runde im Quali. Da ist er dabei. Sehr gut. Die Frist für die Antwort auf das Vertragsangebot von Red Bull ist verstrichen. Wären wir das Einzelfahrer gekommen? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Monza. Sehr schön. So, Vertragsangebot ist da drüben eh keins. Macht nichts. Wunderbar. Wunderbar. Ja, dann darf ich mich auch schon wieder verabschieden. Hier mit dem Auto vom Kimi sind wir ja in der Saison hier unterwegs. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass ich mal irgendwie die Saison einmal hier zu Ende bringe und dann schauen wir eben, wie und ob es weitergeht. Aber so das eine oder andere Rennen, das auf jeden Fall, also eingestellt wird es auf keinen Fall, es geht immer weiter hier, Motorrad und Formel 1 auf jeden Fall, auch wenn es einmal wieder mal die eine oder andere längere Pause gibt oder wie auch immer. Aber das bleibt natürlich fix Bestand, auch wenn es jetzt nicht der Burner ist, das Spiel. Aber es macht ja nichts. So schlecht ist es jetzt auch wieder nicht. Und es geht auf jeden Fall weiter. Nächste Mal in Monza. Heimrennen für unsere Ferraris. Vielleicht kann ich und Alonso wieder ein bisschen Richtung Podium unterwegs sein. Mal schauen. Wird natürlich schwer gegen die Mercedes, aber wir werden alles versuchen. Also danke fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder in Monza. Demnächst hier bei mir. Also dann, macht's gut, haut rein, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.